bin Katrin Grobig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AquaTV. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von euch noch als Miss Germany 2002. Ich glaube, es wäre für den nächsten Moment angebracht, ein wenig die Ohren zu spitzen. Gott, die Jugend von heute, halbwegs irgendwie so der Weg ist, dass sie, nee, falsch, angreifen, ich will gewinnen. So was wollen wir heute hören. Dann brauche ich ein anderes Boot. Papa, wir brauchen ein anderes Boot. Ich schaue sie an. Sehr gerne. Und ich schaue sie dann sehr gerne an. Das sieht immer gut aus. Wenn wir uns angucken, das macht immer einen positiven Eindruck. Das sieht so aus, als wären wir uns ein bisschen füreinander interessieren. Das finde ich gut, schafft eine Atmosphäre. So, Schnack beiseite, ganz ehrlich. Hamburg liegt ja mit Bremen so ein bisschen im wirtschaftlichen Wettstreit. Wird der hier bei der Regatta auch ausgetragen? Jetzt ist er nicht nur witzig, sondern auch noch charmant und pocht damit auf die nächste Wahl. Na, wir werden mal gucken, wie weit ihn das bringt. Jetzt haben wir... Wie geht's Ihnen dabei? Mir ist ziemlich warm. Aber das liegt nicht an mir. Wollen wir sagen, 50%, wenn ich bescheiden bin. Nicht süß, komm, den nehmen wir mit. Jeder würde sich darüber freuen, einmal in seinem Leben mit einer Riva fahren zu dürfen. Und diese Chance kann jetzt jeder für sich ergreifen, denn in Berlin können Sie Übungsstunden auf einer Riva nehmen. So unterstützen Sie die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Mit euch wieder ein leckeres Brot, Bananen-Käsekuchen, deckten Apfelkuchen, Schütteltorte. Nein! Aufpassen bei der Gelfarbe von Wilton, wenn ihr die an die Finger bekommt. Und ich sage noch, passt auf, damit die Farbe nicht an die Hände kommt. Auf der Youth Six Cursa drehen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Ihre Katrin Grobig. Tschüss!